Fußball gehört ja nicht zwingend in den Sportunterricht, Schwimmen in vielen Bundesländern aber schon. Und doch kann jedes fünfte Kind zwischen 6 und 10 keinen einzigen ordentlichen Schwimmzug, hat die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft in einer Umfrage festgestellt. Sie sind nicht Schwimmer, weil viele Grundschulen gar keine Kurse anbieten können. Der Grund, oft mangelt es an einem Bad in der Nähe. Doch das Schwimmenlernen nicht nur aus Frust besteht, hat Ingrid Bertram festgestellt, als sie mittendrin in Aachen auf einen Schwimmlehrer mit einer besonderen Geschichte getroffen ist. Dies ist kein gewöhnlicher Schwimmunterricht im alten Jugendstilbad der Elisabethhalle. Hier haben Kinder und Jugendliche Zeit, um schwimmen zu lernen. Das ist hier wichtig, denn viele sind als Flüchtlinge gekommen mit dem Boot über das Mittelmeer. So wie Jan Weber. Er floh 2014 aus Afghanistan, kam allein ohne Eltern nach Deutschland. Da war er 16 und konnte noch nicht schwimmen. Heute ist er 26 und Schwimmlehrer. Du bist ja selber als Flüchtling gekommen und du bist auch übers Meer gekommen, ne? War das für dich schwer, sich ans Wasser zu gewöhnen? Ja, ganz am Anfang war es schon ein bisschen schwierig, weil ich ja die Zeiten noch in Erinnerung hatte. Also diese traumatischen so Erlebnisse hatte ich noch im Kopf, aber das habe ich gut bewältigen können, ja, durch gute Ausbildung auch hier. Heute weiß er, wie man den Kindern die Angst nehmen kann. Wir gehen da ganz sensibel vor. Wir wissen ja, teilweise bekommen wir auch Hinweise von den Betreuenden. Aber dann generell gehen wir auch sensibel vor. Wir wissen, dass sie übers Mittelmeer gekommen sind, die meisten. Und da versuchen wir sie erstmal ans Wasser zu gewöhnen, so spielerisch erstmal. Kaviar aus Indien ist zwar nicht geflüchtet, doch auch sie kann noch nicht schwimmen. Von Jan lernt sie gerade, wie sie sich im Wasser hält. Als ich das erste Mal hier war, bin ich halt dann untergegangen, aber dann hatte ich wieder Angst danach, aber dann wurde alles wieder besser. So leicht, wie es sich bei Jan anhört, ist es nicht immer, weiß Christine Weber, die ihn mittlerweile adoptiert hat. Sie hat zusammen mit ihrem Mann den Verein Exler Sport gegründet. Eigentlich, weil sie mit dem Schwimmunterricht für ihren eigenen Sohn nicht zufrieden war. Wichtig ist das Miteinander. Wir sind aufgewachsen in einer Zeit, als es so völlig selbstverständlich war, schwimmen zu können. Und heute weiß man, dass viel, viel zu wenig Kinder überhaupt noch schwimmen lernen. Und allein diese Kombination, dass alle die Chance haben, schwimmen zu lernen, das ist mein Antrieb. 600 Mitglieder hat der Verein heute, Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationsgeschichte. Jeder kann so lange hier schwimmen lernen, wie er möchte. Denn manchmal kommt das Trauma zurück. Deswegen ist es auch tatsächlich so, dass man manchmal Menschen, bei denen man gedacht hat, ja, die können das jetzt eigentlich, auch in Situationen gerät, dass plötzlich die Welle von der falschen Seite kommt und dann taucht die große Panik auf. Hilfe bekommt der Verein von einer Psychotherapeutin. Aber das eigentliche Pfund sind die Schwimmlehrer selbst. Viele haben hier das Schwimmen gelernt, sind so wie Jan über das Mittelmeer geflohen. Sarah Yasud Kedir kommt aus Eritrea und hat gerade eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin angefangen. Ihre Aufgabe als Schwimmlehrerin hat ihr geholfen, sich zu entwickeln. Ich bin jetzt sogenannte 100% selbstbewusster Mensch. Damals, als ich hierher kam, ich bin ein bisschen schüchtern, ein bisschen, ja, ich kann nicht meine Meinung äußern, aber jetzt in jedem Platz. Mangel an Schwimmlehrern gibt es hier nicht. Der Verein ist für viele so etwas wie eine Familie geworden. Jan verbringt hier bis zu 20 Stunden in der Woche und hat vielen die Angst vorm Wasser genommen. Da muss man wirklich ganz offen sein und mit Herzblut dabei sein. Ansonsten klappt das nicht. Ängste nehmen, den Menschen Zeit geben, sich zu entwickeln. Eine Fähigkeit, die Jan auch künftig gut gebrauchen kann. Er studiert Sozialarbeit und steht kurz vor seinem Abschluss.